Fragen hier. Jetzt ist es, glaube ich, im Oktober war die Wahl. Richtig. Und ich glaube auch ein recht gutes Ergebnis. Das war schon sehr, sehr große Zustimmung. War ganz gut. 29 von 31 Stimmen haben mich gewählt im Gemeinderat. Das war recht gut. Ich war angenehm überrascht, habe mich sehr gefreut. Ist natürlich ein großer Vertrauensvorschuss, den ich hier erhalten habe, um dem ich natürlich versuche, gerecht zu werden. Was mir bis jetzt, glaube ich, auch doch ganz gut gelingt, zumindest wenn man den Feedbacks glauben darf. Wir haben sehr viel zu tun, sehr kompetentes Personal am Werken. Die sind alle top hier, unterstützen mich, haben mich sehr lieb aufgenommen. Ich bin ja kompletter Frischling, also ich war zwar lange im Gemeinderat und war auch lange Stadträtin, aber Bürgermeisterin zu sein ist ein etwas wieder ganz anderes. Daher bin ich sehr dankbar den Stadtamtsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mich hier wirklich sehr unterstützen. Wie Sie ja gesagt haben, Sie sind ja kein Neuling in der Gemeindepolitik. Daher kann ich natürlich auch die Frage stellen, was hat sich im vergangenen Jahr getan, weil sonst wäre es heute ein bisschen gar kurz. Im vergangenen Jahr haben wir einen Kindergarten eröffnet, das hat der Altbürgermeister gemacht. Der wurde auch mit dem Holzpreis ausgezeichnet. Leider brauchen wir schon wieder einen neuen Kindergarten, wir brauchen zwei weitere Gruppen und so wie es aussieht auch eine weitere Kleinkindbetreuungsgruppe. Da haben wir jetzt einen Übergangskindergarten etabliert, beziehungsweise den errichten wir gerade. Wir brauchen Container, die haben wir schon angeschafft, wir brauchen ein Fundament. Aber wir sind dabei, dass alle Kinder einen Kindergartenplatz bekommen, die einen brauchen. Das ist schon eins der Projekte, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen. Was uns auch noch bevorsteht heuer ist, dass wir einen Kläranlagenausbau machen werden müssen. Die Anlage ist mittlerweile doch zu klein geworden. Wir sind hier auch gefordert, das wirklich auch auszubauen. Das werden wir auch heuer in Angriff nehmen müssen. Jetzt im vergangenen Jahr, es war ja ein nicht leichtes Jahr, ich meine, es ist noch nicht ganz ausgestanden, wir haben die Pandemie, wie weit war die Gemeinde, die Stadt Deutschwagen davon betroffen? Wir waren natürlich auch sehr betroffen, ja, es gibt, auch einige Todesfälle gegeben. Wir haben auch jetzt eine sehr hohe Zahl an Infizierten. Wir haben hier am Stadtamt zwei Gruppen gebildet, die jeweils abwechselnd am Stadtamt sind, also einmal drei und einmal zwei Tage die Woche, immer alternierend, sodass wir einander nicht treffen. Ich gehöre natürlich auch einer Gruppe an. Was wir derzeit machen ist, wir haben eine Pop-up-Impfstraße an den Wochenenden. Die nächsten 5 Wochen läuft das noch so. Samstag, Sonntag wird in der Musikschule geimpft von 9 bis 16 Uhr durch den Herrn Dr. Benesch. Außerdem war die Engel-Apotheke so nett und hat uns ja als Teststation unterstützt. Also man kann zur gleichen Zeit auch in der Musikschule testen gehen. Das wird sehr gut angenommen. Es sind sehr viele Leute, die hier impfen gehen und auch testen gehen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Wie gesagt, wir müssen uns schützen. Ich bin selbst 3-mal geimpft und gehe auch jede Woche testen. Eine nicht sehr angenehme Sache ist das mit der B8. Das heißt, das ist jetzt ad acta gelegt. Die Belastung bleibt aber und bis jetzt wurden nicht wirklich von der Politik, von der Bundespolitik Alternativen dazu aufgezeigt. Was plant Deutschwagen? Das ist ein sehr schwieriges Thema, ein sehr belastendes Thema. Auch im Hinblick darauf, dass die ÖBB ja jetzt ihren Ausbau durchziehen wird können und dürfen und auch müssen. Das wird noch mehr Belastung für Deutschwagram bringen. Wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir Umfahrungsplanungssitzungen abhalten. Da sind alle Fraktionen dazu aufgerufen, inklusive der Clubob-Leute, sich zusammenzusetzen und Möglichkeiten herauszufiltern einer Umfahrung oder auch mehreren Umfahrungen um Deutschwagram. Das Problem dabei ist, kleinräumige Umfahrungen, so wie angesprochen, sind schwierig. Warum?
In der Tiritissima bin ich natürlich schneller am Ziel, als wenn ich jetzt die Stadt umfahren muss, ja, und vielleicht dann wiederum irgendwo im Stau stehe. Daher muss man sich das sehr genau überlegen und wirklich gute Ideen haben, mit denen man dann an die Bundespolitik herantreten kann, um vielleicht doch das eine oder andere möglich zu machen. Wäre für die Bevölkerung eine absolute Notwendigkeit, weil die Lebensqualität natürlich dann wesentlich besser wäre. Ganz richtig, ja. Wir leiden da massiv drunter. Es sind so viele tausend Fahrzeuge täglich. Lkw-Verkehr nimmt zu. Wir sind hier in einem Schotterabbaugebiet, unzweifelhaft. Und das wird auch nicht weniger, das wird eher mehr. Es wird immer wieder eine neue Schottergrube angefragt, wo der Abbau angefragt wird. Also wir kommen da nicht raus. Ja. Also Aufgaben, einige, die auf die Stadt Deutsch-Wagram zukommen. Eine Frage, wie kann man Deutsch-Wagram beschreiben? Das ist immer so ganz interessant. Wie würden Sie als einen außenstehenden Deutsch-Wagram beschreiben? Wir sind natürlich nahe Wien. Wir haben eine hohe Lebensqualität, einen hohen Standard, was das anlangt. Wir haben eine gute Infrastruktur. Wir sind gut angebunden, öffentlich wie auch übergeordneten Verkehr. Wir haben natürlich genügend Kindergärten, wobei jetzt sind wir, wie gesagt, wieder dabei, einen zu bauen oder einen herzurichten. Bei uns ist es schön zu wohnen. Wir haben natürlich die eine oder andere kulturelle Institution auch. Wir haben ein Eisenbahnmuseum, wir haben ein Napoleon-Museum. Natürlich haben wir auch einen Machfelderhof, auf den wir sehr stolz sind. Gerhard Boczek ist ja leider letztes Jahr verstorben. Nichtsdestotrotz, der Peter Grossmann bemüht sich sehr und ist auch wirklich tough. Es funktioniert gut. Ja. Hat sich so vom Auftritt her nichts geändert. Also es ist nach wie vor gut besucht. Außerdem kommt jetzt die Landesausstellung. Wir sind natürlich bemüht, hier noch Bäume zu setzen, Blumenbeete noch zu machen, ja, die Stadt einfach schön zu machen, noch schöner, als sie eh schon ist. Und sie ist mitten im Grünen. Das stimmt natürlich auch, ja, wir sind mitten im Grünen. Den Wald werden wir auch versuchen, möglichst aufzuforsten. Wir sind sehr bemüht um eine adäquate Pflege. Wir hatten erst gestern wieder eine Besprechung mit unserem zuständigen Förster, der uns da sehr unterstützt. Und ich habe ihn ersucht, er möge jetzt Maßnahmen festlegen und mir sagen, was hier als maximal gemacht werden kann, um den Wald möglichst gut zu etablieren, um Aufforstungen zu machen, um das Grün noch mehr hervorzuheben in Deutsch-Wagram. Jetzt abschließend eine Frage, die ich jeden stelle, wo wir halt bis jetzt schon waren, und zwar die Neujahrsvorsätze. Gibt es Neujahrsvorsätze? Klar gibt es Neujahrsvorsätze, die haben wir ja alle. Mein Neujahrsvorsatz ist, dass ich gerne konstruktiv, transparent und in der Kommunikation gut weiterarbeiten möchte. Ich hoffe, das gelingt mir auch weiterhin. Ich bin natürlich immer darauf angewiesen, dass die Leute auch wirklich zu mir kommen und mit mir reden wollen. Von meiner Seite gibt es da immer eine offene Tür. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Projekte und ohne Reden werden wir es nicht zusammenbringen. Absolut. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Es war sehr interessant und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, wenn wir uns wieder treffen und vielleicht wieder was Neues erfahren. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Gesund bleiben. Danke. Liebe Deutsch-Wagramerinnen und Deutsch-Wagramer, ich hoffe, Sie sind gut im neuen Jahr angekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Jahr und hoffe, dass wir uns bald mal treffen, persönlich, vielleicht sogar ohne Maske. Bleiben Sie gesund. TV 21 Austria. Einfach anders.